Wir spielen mit unseren Gallianen. Wir spielen auf Gottheit. Dramatische Zeitalter heißt dieser Modus. Wisst ihr alle schon? Alles klar? Wart ihr schon mal hier dabei? Dann wisst ihr, wir Let's Playen Civ 6. Ihr seid bei WB auf Twitch und später auch auf YouTube. Alle herzlich willkommen. Mit Game sind wir irgendwo mittendrin. Und hoffen, vielleicht, wenn wir ganz viel Glück und Geschick aufbringen, dass ein Wunder sich ereignet, dass wir es schaffen, in mutmaßlich 32, 34, 35 Runden irgendwas um die Kante. Vielleicht schaffen wir ein Wunder und schaffen es, in ein goldenes Zeitalter zu kommen. Das wäre so wichtig, weil wir sonst 40% unserer Städte verlieren. Uns fehlen noch 41 Punkte. Das schien uns eben, waren es noch viel mehr. Das waren, glaube ich, vor anderthalb, zweieinhalb Stunden, als wir begonnen hatten, das hier aufzuzeichnen. Da waren es, glaube ich, 56 Punkte. Kann das sein? Und jetzt sind es nur noch 41. Das ist extrem. Wir haben ganz, ganz viel gepackt gerade. Vielleicht geschehen ja Zeichen und Wunder. Dann könnten wir richtig stolz auf uns sein. So, mit dem Handwerker hier Oppidum wollten wir, zwei Aktionen hat er, hier nur runterziehen und hier als nächstes roden. An meiner Seite übrigens Marcel und Matsumanix. Guten Abend, ihr Lieben. Hallo zusammen. Hier unten geht's hin. Und hier, die versuchen, Lugdunum einzunehmen. Das dürfen sie auch. Der wollte heilen und einmal befördern vorher. Der soll nicht durch, der General, den wollen wir blocken. Der verbarrikadiert den Pass hier, der den Pass hier vorne. Und wollen, können wir hier ein paar Einheiten fix und fertig machen. Für, auf den Schwertkämpfer müssen wir aufpassen, der ist unangenehm. Das ist gut. Den kriegen wir jetzt gekillt. Nicht ganz. Der zieht eins vor, der zieht hier hin. Der Reiter bleibt eigentlich nicht in dessen Kontrollzone kleben, kann man trotzdem nicht weiter. Vier Fortbewegungspunkte, weil das Wald auf Hügeln ist. Deshalb aber, er kann hier hinziehen, er kann ihn nicht erwischen, weil er dann auf den Hügel zieht, das sollten wir machen. Wir schließen ihn hier mal ein. Der kann gleich hier oben. Müssen wir aufpassen. Da oben war, glaube ich, ein Schleuderschütze. Aber an Land gehen können wir anscheinend trotzdem. So, hier hatten wir einen Karoka-Hügel gebaut. Nächster Schritt. Vier Aktionen noch möglich. Auf jeden Fall Weizenressource anschließen. Gibt auch mehr Wohnraum. Dem brauchen wir nicht zwingend. Können auch noch eine Mine bauen. Für Kulturschock, die könnten wir hier oder hier bauen. Aber wo wir gerade sowieso hier sind. Einmal Bauernhof bitte. Dann schauen wir mal, wie die Verteilung hier ist mit den Bürgern. Nahrungsüberschuss ist ein sehr hoher, 12,4. Nächster Bürger in 3 Runden, 7 Runden an Oppidum. Kann man so stehen lassen. So, und jetzt wird jemand massakriert. Entweder massakrieren wir ihn oder ihn. Und ihn können wir eventuell mit ein bisschen Glück killen. Er ist der stärkere Gegner, deshalb kümmern wir uns mal um den hier. Und er sollte... Eigentlich mit links? Was war denn das gerade? Ist egal. Jetzt greifen wir hier an. Der andere Apostel über Daniel scheint auch ein Disputant zu sein, oder? Echt? Müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, nicht, dass der uns noch killt. Du hast recht, das ist ein Disputant. Überleben werden wir, aber dann sollten wir abhauen. Du hast ganz genau das richtig gesehen, da hatte ich gar nicht drauf geachtet. Also der wird uns eventuell angreifen. Das ist neuer, das ist nicht der von eben, stimmt. Dann müssen wir doch Fersengeld geben gleich. Den nächsten Apostel können wir allerdings bald kaufen. Der kostet 365, den können wir in drei Runden kaufen. Eine Runde weiter. Mit ihm müssen wir dann gleich abhauen.
Wir sollten langsam beginnen, uns nachzudenken, was wir mit Moksha machen. Moksha hat ja Beförderung für den Kampf, mehr religiöse Stärke im theologischen Kampf oder alle Einheiten heilen auf Feldern dieser Stadt in nur einer Runde vollständig. Ich würde Hand auflegen, ihn jetzt befördern und würde ihn dann hier stehen lassen oder in Bulix am Rhein hinstellen, das geht auch. Jedenfalls, ich würde ihn befördern. Wie siehst du das? Ich bin ja tatsächlich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir das wirklich brauchen. Ja, wegen Armani und ob wir das jetzt so zwingend noch, also noch notwendig haben oder ob wir uns weiterhin die Option aufrechterhalten wollen. Es dauert noch ein bisschen, bis wir die nächsten Gouverneurstitel bekommen, ne? Hier in Manchester. Check. Volle Loyalität. Bonus ist nur noch 6-6. Wenn wir gleich einen Spion haben und den Gouverneur vertreiben, dann produziert der Gouverneur nicht mehr die 8. Dann haben wir ein geringes Minus von 1,4 Loyalität pro Runde. Wenn wir Armani hier hätten, dann würde Armani hier nochmal 2 Loyalität abziehen, dann wären es 3,4 Minus pro Runde. Bei 100 Loyalität in der Stadt braucht man trotzdem lange. Sehr, sehr lange. Aber wir bauen auch ein bisschen Druck auf mit Globulix, demnächst ein bisschen mehr Bürgerdruck hier, demnächst ein weiterer Bürger. Trotzdem, das ist alles eine knappe Geschichte. Gibt es andere Sachen, mit denen wir die Loyalität noch voranpeitschen können? Also nicht die bei uns, sondern den Druck auf die gegnerischen Städte. Ich glaube eigentlich nur Spione. Was anderes sehe ich nicht, oder? Ja, also wir können diese Politikkarte, diese goldene Politikkarte aus unserem Zeitalter noch einsetzen, sodass dann unsere Bürger ein bisschen mehr Druck produzieren. Da haben wir beim letzten Mal so ein bisschen gerechnet. Das wird auch nicht viel mehr bringen. Das sind so ein, zwei Loyalität. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Und es würde auch bedeuten, dass wir dann hier nur ein Projekt produzieren können. Das heißt, nach dem Amphitheater müssten wir irgendein völlig überflüssiges Projekt anstellen und hätten dann halt plus 2 maximal an Loyalität mehr. Das wird schwer. So richtig Sinn macht es, glaube ich, erst, wenn der Spion ohnehin vor Ort ist. Die Frage ist, wann kommt der nächste Gouverneurstitel? Und der kommt viel früher, als du denkst. Der kommt nämlich mit dem Geheimdienst. In 7 Runden in schon. 7 Runden, ja, okay. Und dann können, ich kann mir nicht, der Spion hier entsteht in 5. In 5 können wir den hier hinbringen, dann machen wir die Operation, setz dich erstmal hin, erhöhst deine Chancen, dann machen wir die Operation Gouverneur vertreiben. Wir haben alle Zeit der Welt, vorher noch Moksha zu verbessern. Wir zögern allerdings auch aus einem anderen Grund, denn wir haben hier auf dem Regierungsviertel den Audienzsaal stehen. Hoffentlich werfe ich jetzt nichts durcheinander. Und der Audienzsaal hilft uns, genau, gibt in Städten mit Gouverneur eine Annehmlichkeit in 3 Wohnraum. Das heißt, wir sollten so viele wie möglich Gouverneure haben, um überall Gouverneure zu verteilen. Das heißt, wir sollten eigentlich auch die 3 uns noch holen. Deshalb sollten wir schon ein bisschen knickrig sein. Da hat Matsumanix recht. Mit Gouverneurstiteln, die wir qualitativ reinbringen, indem wir Gouverneure verbessern. Also den Großinquisitor, ich finde wirklich, Hand auflegen wäre eigentlich cool. Wir können natürlich auch sagen, wir stellen den irgendwo hin. Den Apostel und der Halt dann von alleine. Jetzt halt er allerdings nur auf der heiligen Stätte. Der halt nicht in der Stadt, ne? Und auf der heiligen Stätte ist er sehr angreifbar. Deshalb wäre es schon cool, wenn man den, wenn der binnen einer Runde heilen würde, dann könnte er auch in der Stadt heilen. Da könnte man ihn nicht angreifen. Er könnte aus der Stadt heraus den Disputanten immer wieder angreifen. Ja, das ist, ich gebe zu, das hat seinen Reiz. Wir machen das mal. Wir spekulieren mal. Und jetzt ziehen wir ihn jetzt noch nicht. Er hat keine Fortbewegung mehr, aber nächste Runde rauf. Eine Runde weiter. Ich wette, jetzt sind wir angegriffen. Der greift uns nicht an. Ach komm. Wie doof sind die denn? Leichter Ausbruch. Sag mal, die KI hat uns nicht angegriffen. Viktor kann auch Druck ausüben, meinte Sudos. Das ist ein anderer Gouverneur. Und wir haben gewonnen. Die Hilfsanforderungen bekommen 2 Diplomatie-Siegpunkte, weil wir die einzigen sind, die beteiligt waren. Und weil die mit einem Minus gestartet waren.
Basilius, wir haben 2 Diplomatie-Siegpunkte bekommen. Und alles darunter. Leute, wir haben 6. Wir haben haufenweise Gunst bekommen. Guckt mal hier. Haufenweise Gunst haben wir bekommen. 100 Gunst und 50 Gunst. Die können wir jetzt alle versuchen zu verkaufen. Weil wir haben sowieso ein Minus. Das können wir nicht halten. Das ist ja super cool. Das versuchen wir gleich mal. Wir gucken, was wir verkauft kriegen. Im Chat wird nochmal darüber diskutiert, warum dieser eine Regierungskarte so wenig Diplomatie bringt, so wenig Loyalitätspunkt bringt. Und zwar hier Sakdina, weil diese 0,5 Loyalitätsdruck pro Bürger skalieren mit der Entfernung, glaube ich, ne? Ja, um 10% nimmt der Druck eines Bürgers ab pro Geländefeld von der Stadt entfernt. Und deshalb geht es halt auch nur in einem kleinen Umkreis um die Stadt herum. Da steht da zwar nicht explizit drin, aber das ist quasi, das dockt an das normale Feature an und da gilt das halt so. Hätte man vielleicht der Verständnis halber hier noch dazu schreiben können, nochmal explizit. Ja. Ich ärgere mich ein bisschen, das klingt zwar jetzt komisch, dass wir nicht angegriffen worden sind. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn wir hier wirklich Trouble gehabt hätten. Der hat uns da nicht mal angegriffen. Jetzt ziehen wir mal hoch. Muss da kurz überlegen, wo wir heilen. Bulix am Rhein. Das sind die Felder. Hier. Hierhin ziehen wir. Jetzt ist die Frage, ob wir heilen werden. Was bedeutet dieser Text genau? Wir können jetzt nur spekulieren. Matsumanix, ich, ihr, wir alle gemeinsam. Diese Eigenschaft von Moksha scheint präzise zu sein. Alle Einheiten des Gouverneurs, zivile und militärische, heilen auf Feldern dieser Stadt in nur einer Runde vollständig. Das heißt eigentlich, wir sind jetzt auf einem Feld dieser Stadt, überwintern dafür eine Runde, nächste Runde heilen. Aber es kann sein, dass das nur gilt, wenn wir den Heilbefehl auch geben. Also wenn die Einheit am Ende eines Zuges dort angekommen sind. Und das jetzt kann man wieder nur Rätsel raten und das versuchen. Wir müssen es halt experimentieren. Weißt du das, Matsumanix? Ich habe es tatsächlich mal probiert, aber ich habe es wieder vergessen. Muss ich tatsächlich zu meiner Schande zugeben. Ich wusste das auch mal. Ich glaube, wir hatten das schon ganz oft bei Let's Plays. Wir haben das diskutiert und irgendwas. Er steht in der falschen Stadt. Mach mich nicht fertig. Das tatsächlich, er hätte hier hinziehen müssen, nach ein Glas ist nichts. Aber das kann man noch korrigieren, denn das hier ist die richtige Stadt. Einfach hier hin. Und dann stehen wir auch neben der heiligen Stätte, Und ich glaube, der heilt auch neben der heiligen Stätte, oder? Ja, genau. Jetzt die Frage, wird er heilen oder nicht? Wie viele Trefferpunkte hat er? 59. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Versuchen das rauszukriegen. Amphitheater steht. Das ist schön. Das ist unser erstes Amphitheater. Noch mehr Kultur. Bald haben wir 100 pro Runde. Der Bau einer Waffenkammer würde dazu führen, dass wir auch einen Bonus bekommen. Einen Boost bekommen aufs Schießpulver. Das können wir auch ein Weilchen hinauszögern. Dann hätten wir 3 Runden gespart. Dauert hier allerdings 11. Die Frage ist, ist das so sinnvoll? Wir haben nicht viele Lager. Wir haben ein paar Lager Oberts. Sollen wir hier eine Waffenkammer bauen? Wir würden uns auch dann helfen, wenn wir irgendwann mal Militärpioniere bauen wollen. Diese Einheit, mit der man Eisenbahnen zum Beispiel ziehen kann oder bestimmte Bauprojekte durch Ladungen schneller bauen kann. Mindestens eine Waffenkammer sollte man dafür schon haben und dann die nächsten Gebäude. Allerdings, ich glaube, wir haben auch noch keine Waffenkammer. Wir können mal sicherheitshalber das checken. Ja, der Feind hat 2, wir nicht. Was meinst du, eine Waffenkammer mal bauen, damit wir irgendwo eine haben? Denn die anderen Städte, in denen man die bauen könnte, also schnell bauen könnte, weil die viel Produktion haben, Bulwerk, Obulix und Bulix am Rhein haben alle keine Lager, insofern bauen wir da sicher keine Waffenkammer. Ja, dann lass uns dort die Waffenkammer bauen, wo wir sie jetzt bauen können und dann haben wir den Bonus auch eingeheimst. Da entsteht sie. Vulkanausbruch. Wettkampf abgeschlossen.
2 Diplomatie-Siegpunkte. Schaffen wir den Diplomatie-Sieg? Kleopatra liegt knapp vor uns. Wir haben 4 Punkte. Und sie 5. Wir wollten die Gunst noch verhökern. Sollen wir mal damit anfangen? Dass sich keiner beschwert, von wegen WB verhökert wieder Gunst. Also bei einem Minusbetrag von Gunst pro Runde. Wenn man verrückt, wenn man die Gunst nicht versuchen würden, jetzt zu verschleudern. Die ist nämlich alles sonst gleich wieder weg. Hier sollten bevor, wir. Entschuldige bitte. Bevor wir die Gunst verhökern, können wir nochmal bei Kleopatra probieren, ob wir jetzt mit der Gunst ein Versprechen bekommen können. Das machen wir. Ich check mal vorher, ob wir noch ein bisschen hin und her schubsen können von Nahrung woanders hin. Einmal vorsprechen bei Kleopatra. Bekehrt meine Städte nicht. Ich bin da sehr für. Dann hätten wir uns das sogar mit dem Gouverneurstitel schenken können. Ist egal. Sollen wir sie mal fragen? Es kann aber sein, Matze, dass sie die Gunst nimmt, aber das ablehnt, ne? Ja, das kann sein, dass sie das ablehnt und wir dann Groll ihr gegenüber hegen. Das, da haben wir allerdings nicht viel von. Und was würden wir dann machen? Wir würden dann etwa das machen. Achtung. Und dann ganz, ganz dumm aus der Wäsche gucken. Das würden wir dann. Wir machen es trotzdem. Bekehrt meine Städte nicht, Kleopatra, oder die um meines Herrn, Ambiorix. Nein, nein, es ist zu eurem Besten. Ich versichere es euch. Na klasse, zauberhaft. Das heißt, jetzt haben wir 25 Groll gegen sie und haben 30 Gunst verschenkt. Ich bin so sauer. Nee, wir haben die behalten? Oder ist das ein Anzeigefehler? Nee, wir müssten sie behalten haben, weil man bekommt diese Gunst nur, wenn man das Versprechen dann halt auch eingeht. Ach, dann ist ja alles gut, dann können wir das ja immer machen. Dann versuchen wir mal Gunst zu verkaufen an Kleopatra. Ich glaube, der uns das meiste Geld gab, waren immer die Weströmer, ne? 2 Gunst, das ist unser, die hat auch so fast nichts. Hatten wir ihr eigentlich schon mal, das machen wir alle später. Wir versuchen erstmal mit den Oströmern. 4 Weströmer. Wir können uns Botschaften mittlerweile auch errichten, das sollten wir uns nachher auch mal überlegen. Ja, 8. Also mehr, das versuchen wir auf jeden Fall. Wir stellen mal alles Geld ein, was er hat. Und gucken mal, was so geht. Cool, schaut euch das mal an! Nein, der wird uns alles abkaufen. Wow, nein, Leute, Marcel, Matze, Gallia, 34 Gold, 30 Runden lang und 7 da oben drauf. Ist das nicht scharf? Das ist extrem viel. Auf Gottheit, in dieser Phase des Spiels, das ist kein Cheaten, oder? Das ist einfach nur, wir sind clever. Wir haben die Gunst ja bekommen. Wofür haben wir die nochmal bekommen gerade? Weil wir doch dem Basilius so stark geholfen haben beim Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe. Wir haben die hart erarbeitet. Wir haben uns total in diesen punkteorientierten Wettkampf reingeackert. Wir haben geschuftet ohne Ende. Das ist der Lohn für unsere Hilfsbereitschaft. Wir haben Runde für Runde die Entwicklung unseres Reiches zurückgestellt, nur um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das ist hart erarbeitet. Warum soll man nicht auch mal ein bisschen Glück im Leben haben, Leute? Komm, wir machen das. Nehmen wir an. Ja, danke, danke. Stoisch antworten. Boah, ist das cool. Ist das cool, Mann. Gunst weg.
Ich will noch mehr haben. Eisen verkaufen. Das sind wir nämlich am Limit beim Lager an Kleopatra. Für 10, das ist ja echt schon ein bisschen mickrig, ne? Aber das ist ja sonst futsch, machen wir. Wir können ihr auch noch Pferde verkaufen. Da checken wir aber erstmal, wie das bei den anderen ist. Ja, das wird auch kein anderer machen. Bis zu 40 kaufen die ja immer ein. Das ist der Kurs geringfügig besser. Ich werde 57. Hat sie eigentlich schon Honig von uns bekommen? Wir können nachher auch mal versuchen, wenn sie wieder Geld hat, ob sie uns Honig verkauft. Ob sie uns was für Honig gibt. Sie hat ja, jetzt hat sie nichts mehr. Vielleicht gibt sie uns was anderes. Nachher mal. So, die haben alles gemacht. Jetzt wird hier gerodet und jetzt wird der Spion früher fertig. In nur 2 Runden, das ist sehr hilfreich. Hier hatten wir Weizen produziert. 3 Aktionen bleiben. Ich würde runterziehen, hier noch eine Mine bauen eventuell. Würde die auch genutzt werden? Ja, wahrscheinlich schon. Also hier wäre in Bulix am Rhein. Hier oben noch mal eine Mine hin und die Felder dazu bekommen. Wobei neben dem Vulkan. Nee, das ist dritter Ring. Wir würden höchstens das Feld dazu bekommen. Also eine Mine hier oben kann man machen. Aber auch hier gibt es nicht so spannende Felder. Wir bleiben mal hier unten. Dann müssen wir nicht so viel rennen und bewegen und... Das geht schneller und hat denselben Effekt hierhin. Einmal heilen. Und kämpfen bitte. Der Reiter hat wie viele Punkte? Den wollen wir verbessern. Den ziehen wir hier drauf. Dann lassen wir den kommen. Ziehen hier rüber. Vielleicht zieht er auf uns zu. Das nutzen wir, um an Land... Oh Gott, ein Musketier. Der macht uns alle. Der bleibt hier stehen. Der rennt hier runter. Wo kann der noch Erkundungen machen? Können wir auf das Gelände der Weströmer drauf, ja. Hier unten mal hin und gucken, was da so ist. Ein Bonusdorf, immer noch entdeckt zu so später Stunde, das ist klasse. Und eine Runde weiter. Da oben ist es, da winkt uns ein Bonusdorf. Da ziehen wir gleich hin. Und bald können wir auch den Apostel kaufen, dauert nicht mehr lange. Wir haben wieder viel Gold, 115 Gold pro Runde. 115 Gold, kann man sich nicht beschweren. Das ist fein. Sehr, sehr fein.